Also, hier haben wir so ein Fahrrad. Es ist tatsächlich wie ein Stepper. Man kann es mit den Armen und unten mit den Pedalen bzw. mit den Füßen bewegen. Also es sind keine klassischen Pedale wie beim Fahrrad, sondern tatsächlich wie beim Stepper. Also, ihr fahrt gleich hier eine U-Kurve, also eine U-Bahn. Das heißt, egal ob ihr rechts oder links, aber da hinten einmal um dieses Pümmelchen rum und wieder zurück. Mhm. Wer am schnellsten ist, der bekommt einen Punkt. Wer als erste 5 Durchgänge für sich entscheidet, hat dieses Spiel gewonnen. Also ihr fahrt gleichzeitig und wer als erster wieder oder als erste beziehungsweise hier über die Ziellinie ist, gewinnt. Ihr nehmt dann das Fahrrad, wir wechseln dann die Seiten, einfach auf die andere Seite wechseln und da beginnt dann ein neuer Durchgang. Also nach jedem Durchgang wechseln? Genau. Also 5-mal müssen wir fahren. 5-mal muss man gewinnen. Best of 5? Nee. Ja, 5 muss man gewinnen. Okay. Also ruhig, kann ruhig mehrmals sein. Ja. Und wir haben es, ich habe es auch getestet, am schwierigsten, das sieht, wenn Sie gleich sehen, dass Sie vielleicht die Damen am Anfang Schwierigkeiten haben am Start und vielleicht zu Hause lachen, es ist gerade am Anfang nicht so einfach, damit erstmal in Bewegung zu kommen. Wenn man aber erstmal in Bewegung ist, dann macht es Spaß und man kann sogar richtig ordentlich Vollgas geben. Okay. Gut, fangen wir an. Jeanette, geh du mal rüber. Okay. Miss Janine, hier am Anfang bitte die Bremse betätigen beim Aufsteigen, weil sonst flutscht ihr durch. Ist eine Bremse für vorne und für hinten? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich, aber es ist egal, weil man kann hier gar nicht vorne überfallen. Ist wurscht. Wie beim Fahrrad. Aber dafür, dass du kein Fahrrad fährst, stellst du sehr klug. Ja, ne? Ich bin auch gerade sehr begeistert, muss ich sagen. Vielleicht soll ich mal mir Fahrrad besorgen. Also, ich schubst dich mal vielleicht ein Stück zurück, ne? Ja. So. Ja. Okay, ihr seid startklar? Mhm. Yes. Dann. Ja, und Elton hat recht und ich habe es auch ausprobiert. Also am Anfang, während wir hinten Jeanette Biedermann schon rollen sehen, am Anfang hat man so ein kleines Problem. So, und dann wirklich, das Lenken ist auch nicht einfach. Ne? Man muss so ein bisschen diese Handles dort nach rechts bzw. links biegen, je nachdem, wie man fahren will. So, Jeanette Biedermann, super unterwegs, war auch als Erste auf der Strecke. Du musst hier nicht 5 Runden fahren. Ach so, immer nur eine und dann wird getauscht. Und ich hab's noch gesagt, der blöde Start. Ja, der Start. Okay, aber man muss ja einmal machen und dann ist ja gut. Ja, wobei jetzt. Es gibt hier ja leider keine Proberunde. Jeanette, du kommst auf die Seite, es wird immer getauscht. Na, da haben wir es noch einmal hier gerade. 1-0. Janine, bitte auch wieder, wenn es geht. Ich komme mal rüber. Kann man damit rückwärts auffahren? Das habe ich tatsächlich nicht probiert, aber... Einparken. Nee, hat doch einen Freilauf, Elton. Kann man nicht rückwärts fahren. Okay, da ist... So, Positionierungen. So. Jeanette steht. Soll ich helfen? Ja, ich noch nicht. Ja, gerne. Okay, da drüben. Also, wenn Janine ein bisschen schneller losfährt, dann hat sie gute Chancen hier. Ja, das versuche ich. Ja. Aber wir haben es beide bestätigt. Bremse los. Und kurz. Ich. Ja. Es ist nicht leicht. Ja. Am Anfang. Okay. So ein bisschen mit den Händen arbeiten. So, Achtung. Start ist Erfolg. Oh, guck mal an. Janine. Aber Jeanette gibt auch sofort wieder Gas. Jetzt macht es beiden offensichtlich sogar ein bisschen Spaß. Nahezu gleich auf mit der höheren Kurvengeschwindigkeit. Jeanette dort gerade und die nimmt sie mit auf diese Zielgerade. Oder hinten kommt Janine. Ui, das war knapp. Das wieder tauschen ruhig. Weiterfahren. Bisschen mehr als eine halbe Sekunde lag nur zwischen beiden. Also das war jetzt eng. Das sollte Janine Mut machen. Klasse hier. Ja, und dann reicht es sogar zum Ausrollen. Da geht's. Jeanette, soll ich helfen? So. Okay. Also da kann man ruhig Mut haben und mit Vollgas über die Linie fahren. Danach ist ja eine große Bremszone, auch wenn dort ziemlich viel Schlamm und Wasser kommt. Na mein Gott. Bremse. Ja, okay. Klar? Yes. Ja, Räder auch leicht eingeschlagen. Also das war auch keine gute Idee von ihr.
Und so ist Jeanette leicht vorn, aber vielleicht anderthalb Radlängen. Jetzt ein bisschen mehr Mut. Ui, guck mal an, zu viel Mut bei Jeanette Biedermann. Fährt dort in die Strohballen. Janine war auch dicht dran. Zack, und Janine Ullmann schlägt zurück. Erster Punkt also für sie. Ja, das kann auch passieren. Warum liegt da Stroh? Vielleicht ja, auch genau bisschen, darum. Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht auch ein bisschen dankbar sein, dass wir dort Stroh hingestellt haben. Ansonsten okay, wäre sie jetzt steht in Richtung Leverkusen unterwegs. So, hier, hohe Geschwindigkeit. Man kann ja auch abbremsen, ne? Nehmt lieber den Fuß runter. Denkt dran, ihr habt oben Bremsen. Okay. So. Und Janine locker, lustig, spaßbetont zu ihrem ersten Punkt. Ja. Okay. Also, Vorderräder sollten gerade sein. Und auf geht's. Jawohl, beide sind jetzt gut unterwegs. Ja, einmal die Rechtskurve, einmal die Linkskurve. Wer geht das größere Risiko? Jeanette schon wieder mit der hohen Geschwindigkeit. Zack, jetzt nochmal richtig reinhalten hier. Ja, aber sie schafft es eben, die Geschwindigkeit wieder mitzunehmen. Wieder einmal tauschen. Was ist los, Frau Ullmann? Ja. Sie haben gejoggt? Ja. So, Achtung, hier sehen wir es noch einmal. Haut sich dort wirklich voll rechts rein. Stößt dort fast gegen die Wendemarkierung und dann die komplette Breite hier ausgemessen. Aber das ist nicht unmöglich für Janine. So, Jeanette braucht aber nur ein bisschen. Zwei. Gut, stopp. Warte mal, ist jetzt nicht gerade. Und aus Sicht von Janine wäre es jetzt der richtige Augenblick, hier aufzudrehen. Genau, ganz in Ruhe. Ja, so ist gut. Das Rad hinstellen. 3-1 für Jeanette Biedermann. Vorderräder gerade. So, zack. Ja, jetzt läuft die Karre so richtig. Und bei Jeanette ist immer die Frage, wie sieht's bei der Kurve aus? Wieder hohe Geschwindigkeit, knapp am Stroh vorbei. Ja. Und dann nimmt sie einfach so extrem viel Geschwindigkeit mit durch den höheren Mut dort in der Kurve. Wieder tauschen. Klasse. Einer fehlt noch bei Jeanette oder kommt jetzt das große Comeback bei Janine? Ja, es ist immer der blöde Anfang meist. Da sehen wir es ja auch schon, ne? Dann holt sie eigentlich ganz gut auf. Also für alle, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben, wir haben das Männerduell hier. Ja. Ullmann gegen Biedermann. Janine gegen Jeanette. So, zack, jetzt muss es losgehen. Jetzt muss eine bessere Beschleunigung kommen. Jetzt braucht Janine auch ein bisschen mehr Mut in der Kurve. Beide sind fast gleich auf. Jeanette nimmt früh raus, schön rein in die Kurve. Und das sieht aus wie die Triumphfahrt in Richtung Sieg bei diesem Spiel hier. Und so ist es. Das war gut. Erst war es am Anfang ein bisschen schon raus. Hey, jetzt hast du da hinten immer ein bisschen Schiss gehabt, oder? Es ist schon ein bisschen anstrengend. Das ist halt Armkraft, Beinkraft. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Und erst mal am Anfang. Was brauchst du? Ich brauche eine Liege. Eine Liege und Sauerstoffzelt. Ja, vielleicht auch ein bisschen Wurstwasser. Gerne Wurstwasser. Ja. Nein, das kommt vielleicht später. Wir haben jetzt neue Punkte. Und zwar steht es jetzt 12-9 für Jeanette Biedermann. Ja, war doch ein cooles Video, oder? Ich denke, so seht ihr das auch, weil ihr seid schließlich noch dran. Ihr könnt das hier alles liken, ihr könnt es kommentieren und auch noch so ein Abo abschließen. Also diesen Kanal hier abonnieren. Ich würde es machen, ich mache es jetzt auch.